Eine Gerichtsverhandlung, auch als Gerichtstermin bezeichnet, gab es beim Gasthof Kaiser im kleinen Ort Treffersdorf, Gemeinde Frauenstein. Bei dieser Verhandlung wurde ein überaus dreister Fall von Diebstahl in der Ortschaft Obermühlbach behandelt. Es ist ein Saukopf nach der Schlachterei gestohlen worden. Und heute haben wir die Aufgabe, der Richter und der Staatsanwalt und die Staatsanwaltsgehilfin, den Fall aufzuklären, wer der Dieb ist und den zu fassen. Aber es gibt auch Hinterbliebene. Das ist nämlich der Rudi Rüssel und das haben die übersehen, wie sie den Sauschädel gestohlen haben, das Muttertier, dass da auch Hinterbliebene sein. Und die haben uns das Auskunft gegeben, dass das eine ganze Horde war. Die halben Leute vom Dorf von Obermühlbach und ein paar Treffelsdorfer waren auch dabei. Und jetzt haben wir über 10 Angeklagte, die heute alle bei uns Platz nehmen müssen und alle werden der gerechten Strafe zugeführt werden. Die Erhebungen waren umfangreich. Insgesamt wurden 11 Personen wegen Sauschädeldiebstahl im Fasching 2019 angeklagt. Das Strafregister für die Angeklagten war lang. Für Lügen, ehrlich sein, blöd sein, gescheit sein, mildes Urteil oder strenges Urteil mussten die Beteiligten ordentlich in die Tasche greifen. Es ist jedes Jahr das Gleiche bei uns. Es wird immer ein Schädel geklaut, keiner weiß, was los ist. Alle regen sich auf, es ist ein Wahnsinn da, ich kann es euch sagen. Und wir von der Polizei müssen versuchen, die Strafen so hoch zu legen, dass das einfach nicht mehr passiert. Wir wollen das nicht und wir kämpfen jedes Jahr weiter. Weiter, dass der Sauschädel endlich einmal daheim bleibt und nicht geklaut wird. Wie die Angeklagten mussten auch die Schürfen Bußgelder entrichten. Das Ganze bei unmaskiert, Zwischenruf, Rülpsen, Grunzen, Furzen, in die Ecke pinkeln oder bei nüchtern bleiben. Damit wurde die Gerichtskasse ordentlich aufgefettet. Das Gute, und das ist jetzt wirklich fix, die Strafen, die sind nicht für nichts. Damit werden Essen und Getränke hoffentlich da zahlt, sonst tut es halt Spenden. Aber nur, wenn es euch wirklich gefällt. Unter einer Gerichtsverhandlung, exakte Bezeichnung Sauschädel-Gerichtsverhandlung, versteht man die zur Entscheidungsfindung vorgenommene mündliche Erörterung eines Sachverhalts vor Gericht. Spannend war es allemal. Die Schöffen haben entschieden, der Richter verkündete die Urteile. Ja, dank der belastenden Beweismaterialien und der vielen Zeugen haben wir alle Täter und Mittäter der gerechten Strafe zuführen können. Und wir haben da natürlich für den Urteilsspruch haben wir schon die gehörigen Druckmittel, dass die entsprechenden Geständnisse rasch ergangen sind. Und die Urteile sind so, dass alle zu kleinen Geldstrafen verurteilt worden sind. Ja, das ist ein sehr, sehr ungewöhnliches Gefühl, da auf der Anklagebank zu sitzen. Zum Glück ist es noch mit einer Reversion zu Ende gegangen. Aber grundsätzlich bin ich sehr froh, dass man so eine Verhandlung so objektiv und fair auch den Politikern gegenüber abhandelt. Ja, man kommt denen halt nicht aus. Das Gericht ist halt am längeren Ast. Unzufrieden. Ja, mein Mann hat die Schuld auf mich geschoben und eigentlich bin ja ich das Opfer. Also bin ich sehr unzufrieden. Dieses Sauschädelstollen ist an und für sich ein uralter Brauch und wir haben das in Obermühlbach vor einigen Jahren wieder aufleben lassen. Initiator sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Obermühlbach-Schaumboden, die sich heute wieder einmal bemüht haben, dass in dem Dorf wieder das Brauchtum hochgelebt wird und dass wir einfach eine Gaudi machen.